Ein herzliches Willkommen zum 13. Berliner Methodentreffen Qualitative Forschung. Ich begrüße Sie herzlich auch im Namen von Katja Mruck. Die sitzt dort oben als geschäftsführende Herausgeberin von FQS. Und damit begrüße ich Sie herzlich im Namen der Ausrichten, das ist das Institut für Qualitative Forschung, eben die Open Access Zeitschrift FQS Forum Qualitative Sozialforschung, Forum Qualitative Social Research und seinen Partnern. Die Partner sind die Freie Universität, hier der Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie und CEDIS, Center für Digitale Systeme. Und das sind jene, die hier auch die Videodokumentation gerade gestalten, entlang der beiden Kameras. Ferner ist es das Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und die Hans-Böckler-Stiftung und unsere Förderer, die sehen Sie unten aufgelistet, Atlas.de, Audiotranskription, Feldpartitur, Max-QDA und erstmals in vivo. Christoph Wolf, der Gesis-Präsident, und Nora Skopik als Leiterin der Stabsstelle Wissensvermittlung wünschen uns alles Gute für diese Veranstaltung. Sie können heute leider nicht hier sein, aber für den Fachbereich wird nun Rainer Bartermann gleich ein Grußwort sprechen und im Anschluss Gudrun Löhrer von der Hans-Böckler-Stiftung. Ich freue mich auf die beiden Grußworte und dann erstmal ein herzliches Willkommen nochmal. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr May, für die einführenden Worte. Mein Name ist Rainer Watermann, ich bin der Prodekan des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Psychologie und ich habe die Ehre, Sie alle hier heute in Berlin an der Freien Universität herzlich begrüßen zu dürfen. Und ich habe die Aufgabe, sozusagen dieses Methodentreffen etwas mit der FU zu verbinden, und ich werde auch die Gelegenheit finden, das ein bisschen mit meiner Person zu verbinden, weil ich bin hier Professor für empirische Bildungsforschung seit 2011. Ich habe mich gefragt, warum ist es eigentlich gut, dass dieses Methodentreffen hier ist, an der FU. Und ich habe festgestellt, erstmal kann ich feststellen, dieser Raum ist voll. Das ist selten der Fall. Das heißt, dieses Methodentreffen trifft auf hohe Akzeptanz in der Scientific Community. Und das ist, glaube ich, erstmal ein sehr guter Ausweis. Und wir vom Fachbereich sind sehr gerne assoziiert mit diesem Treffen. Ja, auch es gibt mehrere Gründe dafür. Ein Grund ist der, dass wir am Fachbereich und an der Freien Universität auch eine Tradition haben mit der qualitativen Forschung. Teilweise habe ich die Tradition miterlebt, teilweise aber nicht. Vielleicht nenne ich einige Namen, die man hier nennen müsste, die für die qualitative Forschung auch an Berlin und für die Universität stehen. Jaak Bergold, Christel Hopf, Martin Kohli, Hans Oswald oder auch Elmar Weingarten. Und in der jüngeren Vergangenheit, also als ich auch an die FU berufen wurde, gab es auch eine weitere Verankerung der qualitativen Forschung durch weitere Personen, von denen ich auch einige nennen möchte. Einmal Ralf Bonsack, mit dem ich eine meiner ersten Vorlesungen halten durfte. Ich muss dazu sagen, ich bin quantitativer Forscher, aber wir haben es trotzdem gemeinsam sehr gut hinbekommen. Hans Merkens, mein Vorvorgänger auf dieser Stelle. Und Christoph Wulff, der ja auch hier lange Jahre sehr, sehr hochkarätige qualitative Forschung betrieben hat. Und aktuell habe ich das Glück, unser Fachbereich hat das Glück, dass wir mit Uwe Flick einen der renommiertesten qualitativen Bildungsforscher haben, der hier die Professur für qualitative Sozial- und Bildungsforschung hat. Also insgesamt ist es für den Fachbereich eine sehr, sehr schöne Sache, dass das Methodentreffen mittlerweile etabliert ist und zum 13. Mal stattfindet. Ich habe auch lernen dürfen, dass es durch eine maximale Vielfalt an verschiedenen Methoden gekennzeichnet ist und dass mittlerweile 90 verschiedene thematische Workshops stattgefunden haben, hier im Rahmen der verschiedenen Tagungen. Ich habe eine persönliche Erinnerung an das Berliner Methodentreffen. Als ich 2011 berufen wurde an die Freie Universität, durfte ich ein Blog-Seminar anbieten. Und das war meine allererste Veranstaltung. Und ich habe dann darum gebeten, einen Raum zu bekommen mit PC-Ausrüstung und so weiter. Und dann wurde mir gesagt, Herr Watermann, es findet ein
Methodentreffen statt und ich hatte nur so irgendwie die Assoziation, dann können die ja irgendwo anders hingehen. Ja? Das war so meine Idee. Und irgendwann merkte ich dann plötzlich, dass das Methodentreffen eine sehr, sehr große Veranstaltung ist und dass es eigentlich kaum noch einen freien Raum gab, wo ich hätte hingehen können. Am Ende hatte ich einen Raum direkt neben der objektiven Hermeneutik. Andreas Werner, der vielleicht hier ist, hat diesen Kurs angeboten. Vielleicht auch ganz, also eine sehr schöne Erinnerung. Heute weiß ich, dass dieses Methodentreffen wirklich eine etablierte Einrichtung ist. Und ich habe in der Vorbereitung auch ein paar Sachen feststellen dürfen, wo ich so ein bisschen neidisch bin. Ich komme selber aus der quantitativen Forschung und ich habe festgestellt, es gibt einige Merkmale hier bei diesem Treffen, die würden uns auch gut tun. Und zwar vor allen Dingen zwei, nämlich einmal der Austausch zwischen jungen NachwuchswissenschaftlerInnen und auch den eher etablierteren. Als ich junger Doktorand war, gab es immer eine Tagung bei uns, das war die Arbeitsgruppe Empirische Pädagogische Forschung, und da konnte man hingehen und auch mit noch unfertigen Sachen. Ja? Man wurde nicht irgendwie angezählt, ja? Es war sozusagen, man konnte angstfrei vortragen und das hat sich mittlerweile aber leider nicht mehr aufrechterhalten und man muss heutzutage auf Tagungen fahren mit mehr oder weniger fertigen Sachen. Und ich glaube, dass das hier anders ist, dass es hier sozusagen einen Austausch geben kann, auch im Rahmen der Workshops, der Forschungswerkstätten, dass man nicht fertige Dinge präsentieren muss. Und vor allen Dingen, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es eben auch darum geht, sich gegenseitig auf die Finger zu schauen. Das heißt, dass man in den Forschungswerkstätten versucht, sozusagen an dem Material und auch an dem Forschungsprozess zu arbeiten. Das ist etwas, was wir in der quantitativen Forschung gar nicht mehr kennen. Ja, das ist etwas, was mir sehr gut gefallen hat und deshalb etwas, was wir uns abschauen könnten, wenn ich jetzt aus meiner eigenen Community mir das anschaue. Ja, ich habe in der Vorbereitung gesehen, 2 bis 3 Minuten Grußwort sollte ich sprechen, jetzt waren es vielleicht schon etwas mehr. Ich kann Ihnen nur wirklich Folgendes wünschen, dass Sie interessante Vorträge haben, dass Sie interessante Symposien haben, dass Sie lehrreiche Workshops haben und vor allen Dingen auch inspirierende und hilfreiche Forschungswerkstätten. Ja? Und dass Sie vor allen Dingen nutzen Sie auch die Stadt. Ja, Berlin ist immer eine Reise wert und ich hoffe, das Wetter hält und Sie können auch heute Abend einige Dinge erledigen gemeinsam und ich kann Ihnen nur alles Gute wünschen für die kommenden Tage. Herzlichen Dank. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Mein Name ist Gudrun Löhrer. Ich leite die Promotionsförderung in der Hans-Böckler-Stiftung. Und ich freue mich sehr, dass ich an diesem schönen Tag hier sein kann. Das Wetter komplettiert offenbar auch in diesem Jahr die Tradition des Berliner Methodentreffens. Ich habe auch schon Fächer, das ist irgendwie sehr schön. Das Methodentreffen findet zum 13. Mal statt und die Hans-Böckler-Stiftung ist von Beginn an als Kooperationspartnerin dabei gewesen. Und warum das eine gute Sache für uns ist und wahrscheinlich für viele andere auch, werde ich gleich nochmal ganz kurz erläutern. Die Hans-Böckler-Stiftung ist als gewerkschaftsnahe Stiftung eine Stiftung, die eine Vielzahl von Projekten fördert, die sich thematisch zum Beispiel mit Themen wie Strukturpolitik, Erwerbsarbeit im Wandel, Mitbestimmung etc. auseinandersetzt. Also in der Forschungsförderung geht es konkret um gewerkschaftlich relevante Themen. Die Promotionsförderung und auch die Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung hat aber keine derartige thematische Begrenzung. Wir fördern Promotionen aus allen Bereichen und allen Disziplinen und das können biologische Forschungen zu Blitzfischen in ihrem natürlichen Habitat sein, historische Arbeiten, die sich mit dem Aufkommen der Berliner Leichenhäuser im 18. Jahrhundert beschäftigen oder Promotionen zu makroökonomischen Steuerungsmechanismen. Das sind nur ein paar Beispiele. Die Hans-Böckler-Stiftung fördert darüber hinaus auch Promotionskollegs und Nachwuchsforschungsgruppen und gerade da stellt sich immer wieder raus, wie notwendig es ist, dass es eben diese Methodenworkshops gibt. Die werden teilweise in den strukturierten Promotionen aufgefangen, aber für die Leute, die individuell promovieren, ist das ein Problem.
Und also in diese Promotionskollegs, da will ich auch nur ganz kurz sagen, also was so da die Vielfalt ist, zum Beispiel Strukturwandel in afrikanischen Städten, Inklusion, Bildung, Schule etc. Mein Vorgänger gerade gesagt hat, ist genau diese Situation, die mir immer wieder in den Arbeitsberichten und bei den Gesprächen mit den Stipendiaten und Stipendiatinnen vorkommt. Das heißt, es benötigt dringend Auseinandersetzungen, Workshops, irgendwie Hands-on-Methoden zur qualitativen Forschung. Und immer wieder kann ich in diesen Arbeitsberichten dann sehen, wie sehr die Studierenden, Stipendiaten und Stipendiatinnen von diesen Treffen profitiert haben. Und deswegen freue ich mich, dass ich auch schon für das nächste Jahr zusagen kann, dass die Hans-Böckler-Stiftung als Kooperationspartnerin wieder dabei ist. Und in diesem Sinne fasse ich mich kurz und wünsche Ihnen allen und uns ein schönes, spannendes und produktives Methodentreffen. Vielen Dank. Vielen Dank für die beiden Grußworte. Im Twitter ist jetzt zu lesen, Grußworte abgeschlossen. Wenn Sie weitere kurze Meldungen schreiben wollen, dann nutzen Sie bitte Hashtag BMT-QF. Günther May wird 10 Minuten brauchen. Es freut mich, dass das 13. Methodentreffen nun am Freitag stattfindet, nicht Freitag der 13., aber Freitag das 13. Und da ich nicht abergläubisch bin, glaube ich, wird das hier schon alles gut gehen. Es ist diesmal nicht ganz so heiß. Es fehlt irgendwie ein Wiedererkennungsmerkmal, die schwitzenden Menschen. Aber das wird vielleicht noch, wenn wir hier zusammenkommen und ein wenig mehr arbeiten. Fächer gibt es trotzdem. Für die, die das letzte Mal nicht da waren, es ist ein anderer Fächer. Neues Logo. Vielleicht machen wir eine Serie, wenn wir weitermachen. Es sei kurz gesagt, dass wir werden nicht müde, das zu betonen, als wir 2005 anfingen, das BMT das erste Mal hier auszurichten, damals im kleinen Hörsaal mit knapp 200 Teilnehmenden, war das eigentlich der Anlass vor dem Hintergrund auch der sehr misslichen Situation bezüglich der Ausbildung zu qualitativer Forschung, auch nicht zuletzt vor dem Bologna-Prozess. Das ist zwar ansatzweise heute auch noch so zu thematisieren, aber das BMT hat sich weiterentwickelt und nun sehen wir das vor uns, nämlich das größte Jahrestreffen zu qualitativer Forschung im deutschsprachigen Raum, das zu einem Ort geworden ist, an dem es wirklich, und das wurde gerade in den beiden Grußworten gesagt, um Diskussionen geht, um Fragen von Methodenentwicklung und insbesondere natürlich zur Frage von, wie eigentlich ein Peer-to-Peer-Arbeiten auch so de facto umgesetzt werden kann, dass es produktiv ist. Für uns ist dieses Methodentreffen eine Herzensangelegenheit und eine Kraftanstrengung zugleich, Sie alle Jahre hier wieder einzuladen. Im Grunde arbeiten wir das gesamte Jahr an dem BMT, denn wenn Sie im Spätherbst von uns die Dokumentation, die aufbereitete Videodokumentation und anderes erhalten, sind wir eigentlich schon im Grunde in der Planung für das weitere Jahr. Es gibt eigentlich keine Pause und insofern denken wir am Sonntag schon über das 14. Methodentreffen nach. Ich bin erschrocken, als vor kurzem ein Autokonzern eine, wie ich finde, etwas überzogene Werbekampagne aufgelegt hat. Ich vermute allerdings, es geht hier eher um von anderen Problemen abzulenken. Ich habe auch nicht ausgerechnet, wie alt ich sein könnte. Also insofern, vielleicht ist hier jemand unter Ihnen, der Lust hat, das BMT 2065 auszurichten. Möge sich dann bitte später melden oder Hashtag BMT-QF. Bitte? Das ist ein Deal. So, nun aber weg von der fernen Zukunft hin zu den aktuellen 13. Berliner Methodentreffen. Ich bedanke mich erstmal bei allen, die das überhaupt möglich gemacht haben. Das ist keine rhetorische Figur und wir können das jetzt so ein bisschen einstilisieren, dass Sie ungefähr versuchen rauszukriegen, an welchen Stellen ein Applaus möglich wäre. Ich begrüße und bedanke mich als erstes eben bei allen, die das möglich machen. Das sind wie immer hier die etwas Jugendbilder einiger Anbietender, die wir hier sehen. Es sind traditionsgemäß immer über 50. Und traditionsgemäß begrüßen wir nicht alle, aber immer die, die das erste Mal dabei sind. Also herzlich willkommen Eva Bahl, Markus Brunner, Sarah Bulloch, Michael Müller, Anja Pelzer, Philomena Pötscher,
Jörg Strübing und Maja Urbanczyk. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Mit Ihnen sind wir jetzt zusammen 153, die zur BMT-Familie gehören. Wow! Als nächstes, und das kennen die, die häufiger hier sind, bedanke ich mich im Namen aller an Rubina Fock, die seit Monaten, im Grunde auch diese 12 Monate hindurch, etwas mit dem BMT zu tun hat und nicht nur etwas, sondern ungeheuer viel. Vielen Dank also für die gesamte Arbeit, die du heute hier machst und die Jahre über gemacht hast und die 25 Assistierenden. Rubina steht dort und sie kommt nicht gerne her, aber sie kommt her. Rubina hat keine Zeit, das Buch zu lesen, sind Bilder, weil sie eine leidenschaftliche Fotografin ist. So, und ein herzlicher Dank natürlich an all Sie, die hier sind, weil Sie machen es überhaupt möglich, fordern uns es ab, eben pausenlos über das BMT nachzudenken. Auch diese Folie haben wir eigentlich wiederkehrend. Wir machen sie jedes Mal neu, müssten wir aber nicht, weil eigentlich ereignet sich seit Jahren das Gleiche. Wir schalten ein Formular frei, diesmal war es der 19.04., 12 Uhr, und pünktlich laufen die Anmeldungen ein. Nach 5 Minuten waren es 200, am Abend 600, bislang ungefähr circa 1000. 450 sind von Ihnen hier. Sie kommen aus allen Disziplinen, aus allen Statusgruppen, wenn auch überwiegend sogenannte Nachwuchswissenschaftlerinnen. Also Dank an Sie alle und Glückwunsch an Jasmin Donlicic. Sie waren die Erste um 12.01 Uhr. Wow! Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil die Hella von Unger gerne den Vortrag hält und Sie den Vortrag gerne hören wollen. Ich versuche es hoffentlich abzukürzen. Auf Sie wartet jetzt im Grunde ein, wie ich finde, relativ spannendes Programm, das gleich startet mit dem Vortrag von Hella. Und im Grunde ist es immer so, dass hier eingestimmt wird in die dann auch den Nachmittag. Heute geht es um Forschungsbeziehungen, qualitativer Forschung. Und das ist natürlich etwas, was relevant ist, auch dann für die 17 Workshops, Forschungswerkstätten, die am Nachmittag da sind. Und auch hier haben wir es immer so angelegt, dass im Grunde ein breites Spektrum ist, von der qualitativen Inhaltsanalyse bis zur objektiven Hermeneutik. Und damit auch Verfahren immer dabei sind, die sich vielleicht eher etwas, nicht nur augenzwinkern, dann und wann scharf angucken. Es geht hier insbesondere um wirklich das Arbeiten, also produktives Arbeiten am Material, Kennenlernen eines Forschungsstils und eben das Arbeit an Texten, Bildern und anderen Daten. Nach so viel Arbeit und Work in Progress geht es dann heute Abend um 19 Uhr ungefähr mit dem Sekt wahlweise Seltersumtrunk, dann zum Meet the Editor. Hier haben Sie die Möglichkeit, unterschiedliche Zeitschriftenmachende zu sprechen, Verlage anzusprechen und möglicherweise eine Publikation zu verabreden oder zumindest auch zu erörtern. Morgen früh geht es weiter um 9 Uhr, das ist immer sehr früh in Berlin. Menschen aus Prenzlauer Berg sollten also früh aufstehen. Dieses Jahr 50 Jahre Grounded Theory Methodologie. Das ist immer so ein Anzeichen, die qualitative Forschung gibt es lange, sie ist möglicherweise in die Jahre gekommen, aber eigentlich nicht wirklich, sie entwickelt sich. Und das werden wir sind Franz Breuer, Susanne Friese, Deborah Niermann und Jörg Strübing, eben nutzen, um eine kritische Analyse hinsichtlich der GTM, aber vielleicht auch hinsichtlich genereller Fehlentwicklungen, hier steht also Fehl geklammert, zur qualitativen Forschung zu führen. Im Anschluss an das Symposium, da ist jetzt ganz viel Zeugs aufgekommen. Im Anschluss wird um 11.30 Uhr die Poster-Session eröffnet, da oben, also nicht unten im Foyer, wo die Fachmesse ist, sondern oben. Die wird um 11.30 Uhr auch im ersten Stock eröffnet. Ich bitte, nach Möglichkeit dort zu kommen. Es ist immer eine gute Gelegenheit, aktuelle Forschungsarbeiten präsentiert zu bekommen und vor allen Dingen auch in Austausch zu geraten mit denen, die diese Poster erstellt haben und damit auch unterschiedliche Methoden anwenden. Das Spektrum ist relativ breit.
bildet sich eigentlich ein bisschen so ab, wie auch das Berliner Methodentreffen generell für eine sehr plurale Vorgehensweise steht. Dann, parallel findet die Fachmesse statt, unter anderem auch mit all unseren Förderern und Sponsoren, aber auch weiteren Akteuren der qualitativen Forschung, die etwas zu Lehrangeboten und vielen anderen machen. Nach der Mittagspause geht es dann weiter mit 24 Workshops, erstmals dabei Film- und Fernsehanalyse, figurative Hermeneutik und in vivo. Und die sind eigentlich ähnlich so lang wie die Freitagsangebote und auch hier kann und soll mit den Themenstellungen und den Daten der Teilnehmenden gearbeitet werden. Wir sehen uns dann wieder um 17 Uhr hier im Hörsaal mit der Closing Lecture, die in diesem Jahr von Jürgen Raab dann zur Frage der Visualität in der qualitativen Forschung abgehalten wird. Wir hoffen, dass es gelungen ist, eben ein Menü zusammenzustellen, das für die Lebendigkeit der qualitativen Forschung steht, mit insgesamt 41 Forschungswerkstätten und Workshops und dabei berücksichtigten Schulen und Ansätzen, und zwar auch Ansätzen, die weniger bekannt sind oder, wie ich immer wieder sage, unverständlicherweise in der Peripherie der qualitativen Forschung stecken geblieben sind. Und ich hoffe, dass wir wie in den Jahren zuvor miterleben, wie sich qualitative Forschung weiterentwickelt als Fach, aber auch ganz konkret hier mit uns als Anwesende, wie wir uns weiterbilden und weiterentwickeln. In diesem Sinne wünsche ich uns allen zwei gute, lehrreiche, konstruktive Tage. Herzlich willkommen im Namen der Veranstaltenden.